Hallo ihr Lieben, ein neues Video, einen neuen Haul. Ich kann sogar noch mal sprechen, ich bin so aufgeregt. Ich habe bei einer ganz tollen Künstlerin wieder bestellt. Ihr merkt, ich habe Sprachfindungsstörungen. Kann auch daran liegen, dass ich gerade die Treppen hochgegangen bin und ich kaum Luft bekomme. Aber okay. Von der lieben Anna habe ich eine Bestellung bekommen, wieder mit einem tollen Briefchen. Hallöchen Gabriela, vielen Dank für deine neue Bestellung. Als Extra gibt es dieses Mal mehr an der. Oh, du. Die hat ein bisschen eine Schrift wie ein Arzt, aber ja. Mal mehr anderen die perlmuttfarbene Bonuskarte. Und Fantastical Enquires. Hoffe, sie gefällt. Beste Grüße, Anna. Und wieder mit dem tollen Blockblatt. Minty ist das, nicht Minty, sondern. Ah, Vanessa, du weißt, das Pferd habe ich dir geschenkt. Ich weiß es jetzt nicht. Sie ist auf Instagram, da heißt sie Premium Pommes. So geil. Premium Pommes. Jetzt versuche ich mal die tolle Karte da runterzukriegen. Einmal das auch total süß, thank you, mit dem süßen Häschen. Und das ist der Etsy Shop Anna Gret Studio. Also Anna Gret Studio. Ich werde euch das verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Auch die Instagram-Seite. Und jetzt fangen wir an. Da oben war die Karte draufgeklebt. Und da ist jetzt halt meine Bestellung drin und ich freue mich so. Also ich habe jetzt 4, 5 Mal, glaube ich, bei ihr bestellt. Und gleich mal, das ist die Bonuskarte Perlmutt. Oh, ist die toll. Das sind Seeponys. Ich mache mal das Licht aus. Vielleicht sieht man es dann etwas besser. Ja, schon. Oh, das sah ja scheiße aus an dem Licht. Also, die schimmert ganz schön. Nee, das brauche ich nicht an. Hinten als Postkarte. Die ist auch noch mit dabei mit den Schildkröten. Also, super niedlich. Greeting from the River Rhein. Ach ja, ich glaube, die hat die Flüsse Europas gestaltet in Form von Ponys oder Seepferdchen. Irgendwie so. Das ist der Rhein, das Rhein-Seepferdchen. Germany steht unten. Es gibt ein Buch. Ich habe echt überlegt, ob ich es mir mitbestelle oder nicht. Beim nächsten Mal. Wenn es das noch gibt, werde ich es mir beim nächsten Mal mit Sicherheit mitbestellen. Aber diesmal musste was anderes mit. Dann hier, wer kennt ihn? Spike als Seepferdchen. Auch total niedlich. Und dann habe ich ganz süß Postkarten bestellt, die ich auch verschicken werde. Einen herzlichen Gruß an Häschen. Einmal dieses hier. Dann. Sind dreimal dieselben. Also total süß. Die werde ich definitiv verschicken. Ich denke, zu Ostern sind die ganz schön. Dann, jetzt schauen wir mal, da kann ich. Es gibt auch immer ganz ordentlich hier eine Rechnung. Washi-Tape, genau. Spring Cards. Ah, okay. Also das Bike war extra. Ich weiß schon oft nicht mehr, was ich bestellt habe. Also das Bike war extra. Die tolle Perlmuttkarte und die ist wirklich richtig toll. Und das Seepferdchen vom Rhein. Und da haben wir dann.
Ah, also es geht nicht nur um Seepferdchen, einfach um Pferdefabelwesen. Dann Greetings from Mont Blanc, Italy. Auch richtig toll. Also wirklich toll. So schön. Ganz großartig. Also wirklich großartig. Und da habe ich mir eben das Washi-Tape dazu. Ihr müsst mal auf die Seite gucken. Sie hat wirklich tolle Sachen. Es waren so ein Säckchen drinnen und hat auch ganz oft wieder so Sale-Angebote und so. Und das da, also hier an so einem Teil schleiche ich schon einige Zeit rum und an einem Original. Ich sage, ich habe Sprachfindungsstörungen und das Original, weiß ich, werde ich mir irgendwann mal gönnen. Einfach um das zu haben. Ihr seht es da oben beispielsweise, hier oben. Da habe ich eine Magnettafel und da hängen auch, da hängt eine Karte von Loose Design, das Pestmännchen. Dann von der Holländerin, dieser Pinguin da. Ach, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt. Dann Katrins oder Christinas Feinart. Wenn du das siehst, hoffentlich bist du nicht böse. Hängen da vorne die ganzen Karten bei den My Little Ponys. Da hängt auch von Die Schöne und das Biest das Bild. Also ich hänge mir das schon alles auf, so ist es nicht. Ich habe mir Baumwoll, ein Baumwolltuch. Ja, Baumwolltuch. Krieg ich es drauf? Wahnsinn, oder? Schaut mal, wie toll das ist. Die Farben sind der Wahnsinn. Wahnsinn. Richtig großartig. Ich weiß noch nicht, wo ich es hinmache, was ich damit mache, ob ich das vielleicht einfach auch nur mal als Tischdecke hernehme. Für unten. Ich denke, das kann man, ja. Artwork made by Anna Gret Studio with watercolor and love in Münster, Germany. Bei 40 Grad kann man es waschen, aber nicht in den Trockner tun und bügeln. Also super, super. Ich finde es toll. Also wie gesagt, es ist riesengroß. Sie hat da noch andere davon. Ich freue mich da total drüber. Nächsten Monat vielleicht nochmal. Mal gucken. Obwohl, jetzt kommt dann schon bald wieder der nächste Schwung. Ostern steht an, oder? Obwohl, Ostern ist nicht so wie Weihnachten. Das geht dann wieder. Also ganz, ganz tolle Sachen, finde ich. Habe ich mir gegönnt. Weil wieder das Licht, das hier ein bisschen halbwegs normaler ausschaut. Schrecklich. Ja, ich wünsche euch einen tollen Tag. Ich denke, das Wochenende werde ich nochmal ein Video machen, natürlich ein Haul. Ich habe aber dieses Mal auch nicht mit Window Color gearbeitet, obwohl ich es vorhatte. Woran ist es gescheitert? An meiner Faulheit, definitiv an meiner Faulheit. Egal, ist so, oder? Ich wünsche euch was, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wenn wir uns nicht sehen und einen tollen Tag mit viel Sonne. Alright. Dann habe ich die Räder, die Song. Ach, da muss ich ja. Ich gucke immer darüber. Warum gucke ich darüber? Ich muss ja hier gucken. Ciao.